As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, und da sind wir auch schon wieder zur mittlerweile 14. Folge unseres Durchgenudels hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin. Und wir finden uns im Spiel Mark of the Ninja und sind an einer Stelle, wo wir uns aufrüsten können. Was wir auch umgehend machen. Wobei wir auch nur 4 Punkte haben. Unseres Erfolgswohl geschuldet. So, wie war das hier mit diesem Spezialtraining? Besser Werkzeug, schneller Schlösser knacken. Also, nee. Ich halte es nicht für nötig. So, egal was für eine Maske wir nehmen. Wir können eh nur einen Gegenstand auswählen. Und die Maske bietet uns doch einige Vorteile. Gerade was das, was die Stealth Kills angeht. Gucken wir mal. Das scheint nicht zu sein. Ein kurzer Blick auf die Karte verrät uns, wo wir sind und dass wir hier noch nicht wirklich weit gekommen sind. Obwohl ein, wie ich denke, größerer Teil des Levels schon abgeschlossen ist. Das hier ist natürlich total in die Hose gegangen. Das hier haben wir immerhin geschafft. Mit gewissen Risiken, sage ich mal. Und wer Kelly ist, wissen wir immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir es wissen wollen. Habe ich denn mittlerweile diesen Türkill da gelernt? Nee, habe ich nicht, oder? Sonst würde mir das hier angeboten werden. Also gut. Aber offensichtlich braucht man es auch nicht. Dich kann ich hier nicht irgendwo verstecken, ne? Nee. Vielleicht muss ich dich sogar noch holen. He's gone upstairs. Looks like we'll need to go around to get above the elevator. Okay. Also an der Fassade rumklettern oder wie? Wobei wir das hier natürlich öffnen können. Da würde ich doch sagen, gehe ich genau den gleichen Weg, den er gegangen ist. Nur halt nicht so komfortabel. Und zack, da kommt er runter. Zack, quetscht. Wieder wunderbare Verteidigungsanlagen. Wie weit gehst du? Nicht weit genug. Als ich vorhin, also in der letzten Folge genauer gesagt, getestet habe, wie das mit dem Abseilen noch einmal genau funktioniert, da wurde ich ja tatsächlich von einem solchen Gerät getroffen. Die schießen ja mittlerweile nicht mehr mit Kugeln, sondern Raketen. Okay, wir müssen ihn doch holen. Und ich wurde halt von einer Rakete frontal getroffen. Gnadenlos. Und ich habe halt überlebt. Das hat mich irritiert. Gut, wir können ihn doch nicht holen. Die Sache ist doch schwerer als gedacht, wobei ich habe es mal wieder nicht gesehen. Er hält sich glücklicherweise fest. Er hält sich fest. Dann gehen wir hoch. Oder erst runter. Geht's entlang? Na, dann gehen wir erst oben entlang. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da irgendwas kriegen können. Na, na, na. Ravens vanish. Oh, jetzt aber. As flames lick Flux. Ashes will smother a name. Die Asche wird einen Namen vertuschen. Was so viel bedeutet, Geheimnis bleibt Geheimnis, würde ich behaupten. Gut. An die Wand, genau. Wie komme ich da jetzt hin? Ausschalten kann ich das ja offenbar nicht. Ich habe zumindest jetzt keinen Generator oder irgendwas in der Art gesehen. Wie komme ich denn da hin? Wie
Übersehe ich wieder irgendwas? Da oben geht es nicht weiter. Hier geht es weiter. Und den Typen kann ich da nicht holen. Den kriege ich da ja nicht hochgestellt. Kann ich mich hier pendeln? Nein, das geht nicht. Okay, ich kann von dort aus abspringen. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ich kann hier nicht landen und ich werde wohl kaum von dort nach dahin hüpfen können. Da oben ist aber nichts mehr, oder? Na gut, dann machen wir es halt. Ich sehe jetzt keinen Ausweg. Er will nicht. Er will echt nicht. Ich kann nur runterhüpfen. Ich werde erwischt. Ich löse den Alarm aus. Ja, okay. Das raff ich jetzt gerade nicht. Ach, wie dumm von mir. Ich kann natürlich da entlang auch diesen Weg wählen. Da habe ich nicht dran gedacht. Oh, kurzsichtig. Und das auf beiden Augen. Also noch einmal. Ja, bevor man zu einer solchen Notlösung wählt, viel mehr geht, solle man doch einmal... Okay, habe ich schon eingesammelt. Dank unserer Maske können wir es ja nicht noch einmal einsammeln. Sollte man doch nochmal zurückgehen und mögliche Alternativen Anspruch nehmen, wenn zur Verfügung stehend. Ich renne nicht hoch, ich beherrsche mich jetzt. Naja. Sehr überzeugt bin ich von dieser Alternative hier nicht gerade. Ist hier irgendwo ein Schacht? Geht die Tür auf? Das ist keine Tür, oder? Nein, hier ist ja Mauer. Okay, also ich muss hier offenbar doch entlang. Ich schaue noch einmal hier vorbei, ob ich dich nicht vielleicht doch mitnehmen kann. Ich bin zwar... Ja, okay. Also jedes Mal ziehe ich in die Treppe hoch und jetzt nicht. Oder muss ich da irgendwie Pfeiltasten nach oben drücken? Nein, doch tatsächlich. Das glaube ich ja nicht. So, wie kriege ich dich jetzt darüber? Das würde sogar ich in Persona hinkriegen. Würde mir vielleicht einen Leistenbruch beiheben, aber immerhin. Ist hier irgendwo ein Schalter? Sehe ich den nicht? Ein Schacht oder irgendwas in der Art? Er wird mir aber auch nicht auf der Karte angezeigt. Also ich muss da lang. Muss ich hier schnell durchflitzen und gucken, dass ich da irgendwie lebend rauskomme oder was? Das ist ja wohl nicht Sinn des Spiels. Ah. Nein, keine Rauchbombe. Gut, dann probiere ich da mal durchzuflitzen. Also ich sehe jetzt keine Alternative. Renn, 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 renn. Oh, knapper geht's aber auch nicht mehr, oder? Renn. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier gerade ein Bug ist. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich gebe mich damit zufrieden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie das geht. Und das ist auch gerade sehr unfair. Dass da überhaupt Vögel landen. Was haben die so weit in der Höhe zu suchen? Ich dachte, Vögel sind Landtiere.
So, Karte bitte. Ich kann da rein und übers Dach auch. Nein. Okay, dann hier rein. Okay, das ist eine Zeitfrage. Ich gehe auf Nummer sicher. Da ist der Fahrstuhl. Und wieder unser Giftgas. Da geht's nicht weiter. Nein, dann. So now what's the plan? Hold him off while I leave. Yes, sir. Well, my friend, you chose the fight. Leicht plakativ, die Dialoge, aber okay. Wenn das der Weg ist, den Sie wählen wollen. Sie haben stets die Qual der Wahl. Das ist alles, was Sie mir entgegensetzt. Ein Wächter. Was ist hier gerade passiert? Töte Kelly ohne Alarm auszulösen. Habe ich gerade was ausgelöst? Ich habe es nicht mitgekommen. War da ein Vogel? Oder irgendwas? Was war hier gerade los? Okay, also gut. Zwei Wächter, einer hier unten, einer da oben. Wir haben da einen Schacht, da können wir ihn verstecken. Hier haben wir einen Schalter, ein Licht, das wir nicht kaputt machen können. Noch nicht wollen. Wie sieht es eigentlich aus? So wie zuvor. Dann werden wir den hier doch mal zuerst erledigen. Den brauchen wir auch, um hier durchzukommen. Ach genau, du hältst dich ja jetzt fest. Also gut, dann warte ich eben noch einmal. Ich könnte ihn natürlich auch am Leben lassen. Würde die Sache aber nur ungemein schwer machen. Unnötig schwer machen ebenso. Erfreulicherweise hat das gut geklappt. Hoffe ich, dass der da unten mich nicht sieht. Oder irgendwer anders. Nein, ich möchte den Schalter gerne betätigen. Die Tür geht dann auf, alles klar. Dich kann ich nicht verstecken. Alles klar. Dann lauf durch. Och Mann, ey! Ach sowas. Sag mal, wie viel hältst du aus? Jetzt töte mich die bitte nicht. Das habe ich nicht verdient. Das weißt du. Aus irgendeinem Grund sind die Laser aus. Oder habe ich gerade nicht mitbekommen, wie die Laser nicht... wie die Laser ausgegangen sind, als ich den Schalter betätigt habe? Sag mal, habe ich Alzheimer? Nein, okay, die Laser sind nach wie vor aus. Aber verstecken konnten wir dich jetzt doch auch. Die Laser sind nach wie vor an und aus. Das wird wohl der hier gewesen sein, den ich hier im Kampf mitdemoliert habe, was ich nicht mitbekommen habe. Okay, zwei Möglichkeiten. Und wir wissen auch warum.
Die Tür ist zu. Wir kommen nicht zurück. Da oben läuft einer. Und die drehen sich um. Das heißt, ich werde mir hier einen nach dem anderen schnappen. Gleich beseitigen. Erfreulicherweise kriegt er da oben das nicht mit. Da werde ich mich tunlichst nicht dranhängen. Okay, ich kann nicht darüber huschen. Da ist die Distanz zu groß. Da haben wir wieder eine große Blockade. Hier eine Tür mit einem Generator. Das heißt, schnell da hoch. Sicherheitshalber mal die Tür schließen. Danke. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Wo können wir hin? Einmal da lang, einmal da lang. Wie war das? Der Fall des Sessions Turms. Töte Unteroffizier Kelly. Okay, also wir werden letztlich wohl hochgehen müssen. Ist der Typ ja auch unterwegs nach oben. Okay, das sieht komplizierter aus, als es nötig wäre. Ich möchte ich mir auch schnappen. So, und dann gucken wir mal, was uns hier rechts erwartet. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es nach oben oder nach rechts weitergeht. Ah! Die Scheißtür, ich habe sie vergessen. Verdammt, Alter, was ist denn hier alles los? Kann ja wohl nicht wahr sein. Leute! Ne, ich mache hier einen kurzen Cut, ich mache die Sache noch einmal. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir wieder an der gleichen Ausgangsposition wie vorhin. Und werden uns diesmal den Weg nach oben bahnen. Also bei dem ganzen Chaos, der sich in den letzten Folgen erst ereignet hat, lasse ich das jetzt nicht auf mir sitzen. Nein, 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 nein! Gottes Willen! Ich hätte mir den Weg hier sogar ersparen können. Ich hätte einfach hier entlang gehen können. Ich muss es sogar. Oh, Junge, bitte. Bitte. Tomorrow we bite the hand that feeds us today. Either way, we'll eat. Das hat sich ja gelohnt. Da hätten wir eine Tür zum Verstecken. Mehr bringt sie uns auch nicht. Und weiter geht's. So. So viel zu meiner Annahme, dass wir nach oben müssen. Ein Checkpoint, wunderbar. Ich hatte schon Befürchtungen, dass der sich noch länger auf sich warten lassen ließe. Oder würde. Okay, ich habe die Befürchtung, dass sie mich da oben entdecken könnten. Wohingegen so unauffällig, wie ich hier drin stehe, das wohl nicht passieren dürfte. Wie der guckt.
So, jetzt checken wir gleich die Lage hier ab. Also da machen sich die Leute jetzt hier ernsthaft die Mühe, den ganzen Flur abzuregeln, ja? Dann schicken sie nur eine einzige Person. Und dabei scheint es auch zu bleiben. Den haben wir ausgeschaltet. Dich können wir wohl nicht... Upsala, schon wieder. Nicht verstecken, okay. Gut, dann gehen wir hoch. Da ist schon mal niemand, das ist gut. Da wird niemand kommen. Gucken wir mal bei der Tür. Watch out. A sniper can end your life with just one shot. We'll need to find a way to block his scope. Alles klar. Das ist natürlich geschickt, einen Sniper derart zu positionieren. Okay. Wo bin ich hier? Ah, okay, ich muss da hoch. Das ging ja ruckzuck. Okay, jetzt heißt es aufpassen. Das ist nämlich einer mit dem Schild und da möchte ich nicht unbedingt Stress mit haben. Super. Gerade noch rechtzeitig reagiert. Okay, ich bin hier jetzt natürlich komplett sichtbar. Glücklicherweise gibt es keine Kameras. Wobei das jetzt möglicherweise fast schon dumm gewesen wäre, des Lasers wegen hier. Du darfst gehen. Oh, das ist immer so eine knappe Angelegenheit. Da haben wir den Sniper. Was ist das hier? Was ist das denn? Und das fällt ihm nicht auf. Geht das auf Zeit, weil es sich zurückdreht? Offenbar nicht. Gut, dann springe ich einfach runter. Dich werde ich wohl nicht kriegen. Wie sieht das aus? Okay, es geht einmal hier rum. Dann kriege ich dich vielleicht doch noch. Oder gibt es da oben eine Möglichkeit? Da ist doch ein Schacht, oder? Da ist ein Schacht, den habe ich übersehen. Verdammt. Dann gehen wir ja gerade nochmal hoch. Ich hoffe, ich kann mich da ranhängen. Ich weiß noch nicht, ob mir das jetzt was bringt. Oh Mann, hey, stell dich nicht so an. Okay. Ach ja, da war die Sache mit den Laserstrahlen. Okay. Mein Fehler. Schleichen wir uns hier wieder entlang. Geht in die Kamera bitte schön nicht mit, Mensch. Ich brauche doch hier ein Sichtfeld. Da kommt niemand durch. Da ist niemand. Ziemlich atmosphärisch dieses Getrommel.
Okay. Ein Achievement. Vielmehr ein Artefakt. Es gibt uns Punkte. Wie sieht's denn da gerade aus? Da sind wir so ziemlich in der Mitte. Es geht voran. Ich glaube, das hier werden wir nicht schaffen. Das hier können wir schaffen. Und das hier müssen wir schaffen. Wie es hier scheißt. Moment. Ohne Alarm auszulösen. Da sind ja Experten drin. Was ist das denn hier? Dachte ich schon, das wäre eine Schussanlage. Okay. Zuerst erlege ich dich. So. Ab in die Dunkelheit. Wie sollen die das machen, ohne entdeckt zu werden, wenn die ohnehin schon wissen, dass ich da bin? Das ist ja wieder so ein Riesenareal. Okay, das ist wieder eine Timing-Frage. Ich schleiche mich erstmal durch den Schacht hier. Diese dicken Türen sind mir echt ein Graus. Da haben wir wieder sowas hier. Und einen Typen. Okay, ist klar, wir müssen das Licht blockieren. Ich hoffe, dass der uns jetzt hier nicht sieht. Es beansprucht hier einiges an Zeit. Dieses Kurbeln. Kriegt halt nicht mit, dass wir da stehen. Ist das echt so dunkel? Drehst du dich nochmal um? Könnte ich über dich hinwegspringen? Zählt das als entdeckt werden? Ja, ich hatte gedacht, ich schaffe es, während er sich kurz wegdreht. Da habe ich zu spät reagiert. Warum das sich immer noch dreht, weiß ich auch nicht. Ich hatte Sorge, dass er mich entdeckt, dass wenn ich das Licht ausmache, er dann mit seiner Taschenlampe da hochstrahlt und sich fragt, was eigentlich Sache ist. Und was hier in nächster Zeit an Sache ist, das werden wir auch in der nächsten Folge erleben, wenn ihr dann bleibt. Und ich hoffe, ihr tut es. Ich verabschiede mich und hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es erneut heißt Game Inc. durchgenudelt. Marco the Ninja. Bis dann.